Wir gehen in ein goldenes Zeitalter. Wir wünschen uns und unseren Kindern eine Zukunft in ständiger Kontrolle. Biometrische Daten im Pass sind aus meiner Sicht notwendig. Das ist eine reine Sicherheitsmaßnahme. Auf diesem Chip sind seine persönlichen Daten gespeichert. Ich weiß, dass dieser Chip eines Tages allen Menschen implantiert werden soll. Man geht dahin und gibt seine Fingerabdrücke ab. Und wo landen diese Fingerabdrücke? Nach dem Motto getrennt organisiert sein, aber vereint überwachen. Also gab es auch in der Bundesrepublik Versuche, Informationen zurückzuhalten, zu unterdrücken, Dinge nicht hören zu wollen. Experten und Wissenschaftler sind sich einig, wir stehen kurz vor einer neuen technischen Revolution. Eine Revolution, die so massiv unseren Alltag verändern wird, wie es zuletzt nur Edisons Glühbirne geschafft hat. Die Revolution heißt RFID. Aber wie funktioniert RFID und was macht es so besonders? Der RFID-Funkchip verfügt über eine kleine Antenne. Durch diese sind Lesegeräte in der Lage, die auf dem Chip gespeicherten Informationen kontaktlos auszulesen und zu übertragen. Hierdurch ergeben sich in der Praxis zahlreiche Vorteile, zum Beispiel beim Einkaufen im Supermarkt. Sobald Sie diesen betreten, werden Sie von Ihrem Einkaufswagen persönlich begrüßt. Er hat den RFID-Chip auf Ihrer Kundenkarte erkannt. Auf Ihrem Display erscheint Ihre Einkaufsliste und der Computer führt Sie auf direktem Weg zu den Artikeln, die allesamt mit RFID ausgestattet sind. Wenn Sie den Supermarkt wieder verlassen, erkennen Leseschranken die Chips und die Rechnung wird bequem von Ihrem Konto abgebucht. Doch auch in anderen Bereichen kommt RFID bereits erfolgreich zum Einsatz. Bei uns auf der geschlossenen Station trägt jeder Patient ein Armband mit einem sogenannten RFID-Funkchip. Auf diesem Chip sind seine persönlichen Daten gespeichert. Plus die Zonen, in denen sich der jeweilige Patient aufhalten darf. Dies wiederum hängt von der Schwere seiner psychischen Erkrankung ab. Falls ein Patient das ihm zugewiesene Bewegungsprofil verlässt, wird dies sofort von automatischen Lesegeräten in den Türbereichen erkannt und das Pflegepersonal automatisch gewarnt. Obwohl dies eine geschlossene Station ist, ist dies nicht mehr spürbar. Die Bewegungsgrenzen sind unsichtbar geworden, dadurch verlieren die Patienten das bedrückende Gefühl, weggesperrt zu sein. RFID hilft auch, unser Leben sicherer zu gestalten. Auf dem RFID-Chip kann man unsere biometrischen Daten speichern. So lassen sich an Zugangskontrollen und Grenzübergängen körperliche Merkmale mit den auf dem Chip gespeicherten Daten sicher und kontaktlos abgleichen. Auf diese Weise wird der RFID-Chip schon seit längerem erfolgreich in unseren Reisepässen eingesetzt. Wir gehen in ein goldenes Zeitalter. Dank RFID. Gehen Sie mit. Doch. Gefällt mir schon ganz gut. Frau Harko, noch eins. Wenn Sie von einer persönlichen Präsentation des Films Abstand nehmen könnten. Was meinen Sie? Dass Sie alles rausschneiden, wo Sie im Bild sind. Aber war es nicht Ihre Idee, diese Form der Präsentation zu wählen? Natürlich. Aber Sie sind uns jetzt ein bisschen zu präsent. Wenn Sie das bitte berücksichtigen würden. Ach so, Frau Harko, nehmen Sie doch die Psychiatrie raus. Krankheit erzeugt negative Gefühle. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, verstehe. Gut, dann kommen Sie doch mal bitte mit. So, hier zeigen wir dann Ihren Film. Das ist eindrucksvoll, oder? Mhm. Hier hinten stehen die Kameras. Wussten Sie eigentlich, dass Ausschnitte aus Ihrem Film auch in den Nachrichten kommen? Oh, klingt gut. Klingt gut? Frau Harko, nach dem Informationsforum wird entschieden, ob der neue Personalausweis mit unserem Funkchip ausgestattet wird. Das heißt, wenn alles gut geht, dann winkt uns ein milliardenschwerer Auftrag. Deshalb muss Ihr Film alle hier anwesenden Politiker restlos von RFID überzeugen. Verstehen Sie? Machen Sie sich keine Sorgen, Frau Roth. Der Film wird seine Wirkung ganz bestimmt nicht verfehlen. Der Film darf seine Wirkung nicht verfehlen. Mhm. Hier sind noch ein paar Fragen für die Interviews morgen. Wir sehen uns bei der Abnahme, ja? Entschuldigung, ich hätte da noch eine Frage.
Könnte ich schon mal einen Vorschuss auf mein Honorar bekommen? Ja, hallo? Was? Ja, natürlich, ja. Ja, ich komme sofort, ja. Entschuldigung, ich habe da noch einen... Ich werde das dann veranlassen. Dankeschön. Papa, wo steckst du denn? Schätzt du, was ich gerade mache? Einen kleinen Jungen abholen, der seit einer Stunde auf seinen Opa wartet. Fahren Sie los, wir klären alles später. Hauen Sie ab hier! Ich kenne dich, Sandra Harko. Wenn du jetzt nicht losfährst, wird es einem so ziemlich scheiße gehen. Fahr jetzt. Okay. Scheiße. Mist. Fahr los. Polizei! Sandra! Du musst mir glauben, ich habe mein Leben aufs Spiel gesetzt, um dich zu warnen. Feierabend, Kollege. Was soll eigentlich diese Filmerei hier? Wieso für eine Filmerei? Das ist eine reine Sicherheitsmaßnahme. Meinen Sie, ich hab's wirklich eilig, ich muss los. Ja, das Auto gehört also Ihrem Vater, ne? Ja, richtig. Und wissen Sie jetzt endlich, wer dieser Verrückte da ist? Nee, der hat ja keine Papiere bei sich. Falls Ihnen noch irgendwas einfallen sollte zu dem Mann, ja, rufen Sie bitte hier an, ja? Okay. Tschüss. Los. Machst du weiter, Jakob? Nicht helfen, bitte. Nicht helfen. So, Jakob, das war's. Gehst du mal kurz raus? Ich habe mit der Mama jetzt noch was zu reden, ne? Wie läuft's denn zu Hause mit ihm? Gut, wir machen regelmäßig seine Übungen und es klappt immer besser. Absolut. Seine Konzentrationswerte bestätigen, dass er auf einem sehr guten Weg ist. Oh, schön. Ja. Und? Wie viele weitere Termine sollen wir denn vereinbaren? Gar keine. Ich möchte hiermit die Therapie beenden. Und warum, wenn ich fragen darf? Weil Jakob ein bisschen Ruhe gut hätte. Mit ADS ist nicht zu spaßen. Jakobs Probleme können jederzeit wieder akut werden. Er hat die Trennung von seinem Vater noch nicht vollständig überwunden. Außerdem kann ich mir momentan keine weiteren Therapiesitzungen leisten. Komm, Jakob, wir gehen. Moment. Geben Sie den bitte bei Jakobs schulärztlicher Untersuchung ab. Was ist das für ein Brief? Der informiert die Grundschule über Jakobs Aufmerksamkeitsdefizite. Ach, ist das nötig? Ja, die Schule kann sich so besser auf Jakob einstellen. Sie meinen, in den Förderklassen stecken, damit er vom ersten Tag an wie ein Sonderling behandelt wird? Die Schule kann Sie nur entlasten, Frau Harkow, wenn sie von Jakobs Problemen weiß. Oder glauben Sie wirklich, Sie schaffen das alles ganz alleine? Ja, guten Tag, Sandra Harkow hier. Ich wollte mal fragen wegen der Wohnung. Hast du ja schon jemand anderen gefunden? Was soll das heißen? Ich bin nicht kreditwürdig. Wo haben Sie denn diese Informationen? Hallo, Moment. Oh, aufgelegt. Blödes Arschloch. Entschuldigung. Wo ist denn die Kamera her? Die lag unter dem Sitz. Gehört die nicht dir? Nee. Aber ich kann mir denken, wer die hier vergessen hat. Jetzt die Füße mal fest zusammen machen. Kopf ganz nach hinten nehmen. Hm. So, gut musst du das. Hm? Super. Fertig?
Jetzt gucken wir mal in die Ohren. Da. Oben. Wo piept's jetzt? So, Jakob, das war's. Ja, Frau Hako, motorisch ist mit Ihrem Sohn alles in Ordnung. Gibt sonst noch was, was wir wissen sollten? Erbkrankheiten, Allergien, psychische Verhaltensauffälligkeiten vielleicht? Nein, nichts. Gut, dann danke ich Ihnen und wünsche Ihnen und Ihrem Sohn alles Gute. Dankeschön. Wiedersehen. Wiedersehen. Und wenn er daran dachte, dass er bald 100 haben würde, das sollte ein richtiges Jubiläum werden. Guck mal, schlau. Schläft schon. Papa, wo warst du? Callcenter natürlich. Mann, war das wieder im Theater. Ein Supervisor hat mich wieder einmal ermahnt. Das automatische Kontrollsystem hat herausgefunden, dass ich mit jedem Anrufer durchschnittlich 17 Sekunden zu lang rede. 17 Sekunden. Du telefonierst mit 200 Leuten am Tag, aber wenn deine Tochter anruft, dann gehst du nicht rein. Oh, das ist aus. Ich war noch in der Bibliothek. Ich habe neue Bücher gefunden. Schon mal. Du mit deiner Stasi. Papa, wann kommst du denn endlich mal in der Gegenwart an? Ich weiß nicht, falls du es vergessen hast, wir sind ja eingezogen, weil du mich mit Jakob entlassen wolltest. Oh. Ja. Na, stattdessen habe ich jetzt das Gefühl, mich hier um zwei Kinder kümmern zu müssen, aber dafür reicht meine Kraft nicht. Mein Mietanteil liegt auf deinem Schreibtisch. Du weißt, dass ich kein Geld von dir will. Aber ich will, dass du es nimmst, so. Und jetzt lass mich bitte allein, ich muss noch arbeiten. Dass du Sandra Harko heißt. Ich erkläre dir jetzt, warum ich dich aufsuche und warum ich genau dich ausgewählt habe, falls nachher irgendetwas schiefgehen sollte. Mein Name ist Jonas. In meinem Rückenmark befindet sich ein Chip, ein sogenannter RFID-Funkchip. Er gilt als absolut fälschungssicherer Ausweis. Er gibt dir eine Nummer, mit der du dauernd identifizierbar bist, egal wo du dich befindest. Auf der Straße, an der Grenze, im Supermarkt oder einfach nur bei dir zu Hause. Ich weiß, dass dieser Chip eines Tages allen Menschen implantiert werden soll, aus Sicherheitsgründen, aber er hat auch weitere Funktionen. Zum Beispiel speichert er alle digitalen Daten, die du tagtäglich so produzierst. Telefonate, Überweisungen, Einkäufe oder Arztbesuche. Egal was. Es ist einfach wie ein Spion in dir. Und sobald du nicht der Norm entsprichst oder irgendwas Falsches oder nicht Vorschriftsmäßiges machst, dann wird es einer Kontrollstelle übermittelt, die diese Daten sofort auswertet. Davor hast du keine Chance vor dieser permanenten Kontrolle. Sie dringt einfach in jede Pore von deinem Körper ein. Sie wertet alle Daten aus, die du hast, Sandra. Der entscheidende Schritt in diese totale Kontrollgesellschaft passiert in den nächsten Tagen, Sandra. Mit der Einführung des elektronischen Personalausweises, mit diesem RFID-Funkchip darauf, das ist der Vorgängerchip, dessen, den ich in meinem Rückenmark implantiert habe. Du musst den Einstieg in diese Technik unbedingt verhindern, Sandra. Gerade wegen solcher Leute wie deinem Sohn Jakob, der nicht die Norm passt, der einfach im Raster hängen bleibt. Der hat keine Zukunft mehr. Der ist raus aus dem Spiel. Sandra. Entschuldigung. Vorsicht. Schwimmen! Vorschwimmen! Bleiben Sie bitte stehen! Sandra, du sitzt jetzt in deinem Auto und telefonierst mit deinem Vater wegen Jakob. Ich werde jetzt zu dir ins Auto steigen und dich darüber informieren, wie...
Ja, hallo, Sandra Haken hier. Ich wurde heute Nachmittag auf der Karl-Marx-Allee von einem fremden Mann belästigt. Und ich wollte nur fragen, Sie wissen, okay. Wie, immer noch unklar. Und wo ist der Mann jetzt? Psychiatrie Vitalis? Achso, okay. Mhm. Gut. Nee, danke. Danke, das war's ja. Danke, tschüss. Tschüss. So, dann wollen wir mal den Chip setzen. Den haben wir hier drin. Das ist die kleine Spritze. Hier wird er runtergesetzt. Zack. Ja, einmal. Und jetzt bist du so tapfer. Und das war's schon. So, jetzt werden wir das Ganze noch ablesen, hier mit so einem Lesegerät. Da haben wir schon die Nummer. Wollen wir sie noch kurz vergleichen? Stimmt, das war's schon. Mhm. Okay, und dann, jawohl. Also der Chip ist so klein und dieser Chip wird mittels einer Spritze eingesetzt, die stark geschliffen vorne ist und dann wird an der linken Halsseite das implantiert. Das ist international weltweit festgelegt. Das kommt vorne raus und man schießt das praktisch unter die Haut. Weltweit wird diese Nummer nur einmal vergeben. Seit letztem Jahr ist es vorgeschrieben, in allen europäischen Ländern diese Chips, wenn man im Reiseverkehr ist, seinen Hunden, Katzen, Vögeln oder auch das, was man mitnimmt, einsetzen zu lassen, damit man über die Grenze kommt. Es wurde sogar auch schon mal darüber berichtet, dass in den USA sehr vermögende Leute ihre Kinder so einen Chip heute mit GPS einsetzen, um jederzeit vor Entführung sicher zu sein, um dann den Aufenthaltsort ihrer Kinder wieder zu finden. Hallo, Sandra Haken ist mein Name. Ich habe vor ein paar Tagen gesehen. Sie sind wegen Jonas hier, stimmt's? Ach, hallo. Ja, woher wissen Sie das? Der spricht pausenlos von Ihnen. Kommen Sie mit, ich bringe Sie zu Dr. Livro. Danke. Naja. Ich habe den gleich auf die geschlossen gemacht. Das ist komisch, ich verstehe das nicht. Ich habe keine Ahnung, wer dieser Typ ist. Das ist krass, das weiß niemand. Auch nicht, wo er wohnt, gar nichts. Auch in anderen Psychiatrien ist er unbekannt, was mich echt wundert. Wieso? Naja, eigentlich hätte er ja schon längst auffallen müssen. Der leidet ja unter krassen Wahnvorstellungen, der Gute. Wahnvorstellung? Er hält sich für einen Zeitreisenden aus dem Jahre 2020. Das ist geil, oder? Er wollte, dass wir ihn röntgen, zum Beweis, dass er einen implantierten Chip trägt. Ja und, habt ihr ihn geröntgt? Natürlich nicht. Wieso nicht? Was glauben Sie denn? Wenn mir ein Patient erzählt, er sei Jesus, dann falle ich ja auch nicht gleich vor ihm auf die Knie. Klar. Und was hat dieser Jonas von mir erzählt? Er hat uns end viele Daten von ihrer Datenakte aufgezählt. Aber keine Sorge, so eine Datenakte hat im Jahre 2020 angeblich jeder von uns. Und was für Daten? Daten, die ihm verrieten, dass Sie seine Zielperson im Hier und Jetzt sind. Was weiß ich, dass Sie ausgebildete Journalistin sind, dass Sie Zugang zu Live-Kameras in Foren haben, dass Sie sich Antidepressive im Internet bestellen, dass Ihr Sohn ADS hat. Dass Sie das angeblich der Grundschule verschwiegen haben, also ein wirres Zeug eben. Guten Tag, Frau Hacko. Nico. Guten Tag. Du weißt doch ganz genau, dass niemand die geschlossene Station betreten darf ohne vorherige Anmeldung. Ich bin wegen Jonas hier. Ich dachte, er hätte Sie bedroht. Deswegen habe ich extra davon Abstand genommen, Sie zu kontaktieren. Ja, aber jetzt muss ich ihn sehen. Unmöglich. Sein Zustand ist zu instabil. Dr. Livro, es ist wirklich der Tut Grund, mir leid. Und das nächste Mal melden Sie sich bitte vorher an. Nico, bitte begleite Frau Harkow zum Ausgang. Auf Wiedersehen. Ach. Ja.
Was machen Sie denn da? Sofort raus! Verlassen Sie sofort das Zimmer! Bringt Sie raus! Was haben Sie denn mit Ihnen gemacht? Raus! Was haben Sie denn mit Ihnen gemacht? Verlassen Sie sofort das Gebäude! Ich werde jetzt zu dir ins Auto steigen und dich darüber informieren. Und, was meinst du? Dass dieses Technologie auf dem Personalausweis nicht so harmlos ist, wie du es allen verkaufen sollst. Das glaube ich sofort. Was willst du damit sagen? Dass es im Grunde egal ist, ob der Mann nun verrückt ist oder nicht. Du solltest der Sache auf den Grund gehen. Verstehe. Und dann die Veranstaltung mit so einer Art Antifilm sabotieren. Stimmt, das ist eine Spitzenidee. Ach, guten Tag, Frau Harko. Waren Sie nicht diejenige, die der RFID-Lobby damals diesen Milliardenauftrag versaut hat? Ach ja, weil ein Zeitreisender Ihnen das empfohlen hat. Super, genau so einen Vollprofi haben wir gesucht. Sie haben den Job. Nach so einer Aktion kann ich meine Journalistenkarriere an den Nagel hängen. Hast du doch schon längst. Du machst doch eh nur Werbung. An die du selbst nicht glaubst. Ja, vorübergehend und du weißt genau, wieso. Ja, weil du zu stolz bist, Geld von deinem Ex-Mann anzunehmen. Und zu stolz, umsonst bei deinem Vater zu wohnen. Sag mal, du hast hier eine Chance, dich gegen die Verhältnisse zu wehren. Das hatte ich damals nicht. Das hat nichts mit Freiheit zu tun. Aber das hat deine Mutter auch nicht richtig begriffen. Als mein Bruder damals im Westen ging, und die Stasi von mir verlangte, den Kontakt abzubrechen, war mir schnell klar, egal was ich tue, auch die Karriere deiner Mutter und deine Zukunft waren gefährdet. Also habe ich mich von euch getrennt, um euch zu schützen. Nicht zufällig jemanden, der sich mit dem Thema Überwachung auskennt? Ist das Ziel des Ministeriums die WM. Hier Antiterror-Datei beschlossen. Schnüffelchips jetzt auch im Fest. Ja, hallo, Sandra Harko hier. Ich hätte gerne einen Termin mit dem Datenschutzbeauftragten. Biometrie-Symposium in der Staatsbibliothek. Ja, super. Da müssen wir irgendwie einen Termin kriegen. Hast du schon was vom E-Personalausweis, vom E-Reisepass und vom neuen E-Personalausweis gehört, der bald eingeführt werden soll? Ich bin dagegen. Du bist dagegen? Wieso? Ja. Weil ich finde, dass schon genug Sachen überwacht werden, dass nicht alles irgendwo dokumentiert sein muss. Wo fühlst du dich überwacht? Überall. Überall? Ja. Also du fühlst dich dem noch nicht frei in Deutschland? Nein, nicht so frei, wie es sein könnte, wie es möglich wäre. Also ich habe nichts zu verbergen, deswegen ist es für mich egal. Und die Leute, die was zu verbergen haben, kann man vielleicht leichter finden danach, keine Ahnung. Also ich finde es nicht schlecht, mir ist es egal. Und, findet ihr die RFID-Chips auf dem Passen gut? Nee, also ich finde, wenn man das so weiß, dann ist man ja total ausspioniert. Man kann gar nicht mehr so frei leben und frei rumgehen. Also jeder weiß, wo man ist und seine Identität. Und das finde ich gar nicht so gut.
Ja. Danke. Ja. Danke. Tschüss. Tschüss. Ich würde mit einer grundsätzlichen Frage anfangen. Sehen Sie eigentlich die demokratische Legitimation der Einführung biometrischer Merkmale, so wie sie jetzt, wie es gelaufen ist, im Verfahren der Beschlussfassung für die E-Pässe? Antwort ja. Sie haben gefragt nach der demokratischen Legitimation. Antwort ja. Das Parlament ist überhaupt nicht behandelt worden. Das deutsche Parlament ist in dieser wichtigen Frage überhaupt nicht behandelt worden. Und insofern muss ich dem Kollegen Uhl widersprechen. So ganz demokratisch ist es hier nicht zugegangen. Insgesamt ein Dilemma, also aus machtpolitischen Gründen von den Innenministern durchgezogen, jetzt verordnet und leider auch ohne großen Protest der Bevölkerung Realität im Bereich des Reisepasses. Klar ist allerdings, dass diese Technologien ein wirtschaftliches Potenzial in sich bergen und insofern auch gegebenenfalls einiges an Wettbewerbsaussichten für diese Unternehmen ermöglichen. Und insofern haben ja auch bestimmte Sparten der Industrie ein großes Interesse geäußert. Es gab in Deutschland im Wirtschaftsministerium eine Arbeitsgruppe E-Pass. Und die Pressekonferenz, auf der E-Pass vorgestellt wurde, ist von der Bitkom veranstaltet worden und nicht vom Innenministerium. Und zwar vom Bitkom in Zusammenarbeit mit der Bundesdruckerei. Ein Unternehmen, was vor der Pleite stand und was für das der Auftrag, diese Pässe zu produzieren, besonders wichtig war. Sehr geehrte Damen und Herren, ich lese im Folgenden den Antrag der Bundesregierung auf Neugestaltung des Personalausweisgesetzes vor. Punkt 1. 2008 soll bundesweit ein neuer Personalausweis eingeführt werden. Künftig soll der Personalausweis ebenso wie der Reisepass mit einem RFID-Funkchip versehen werden. Punkt 2. Der Funkchip soll digital verschlüsselt biometrische Daten des Passträgers enthalten. Mindestens ein Lichtbild und die Fingerabdrücke beider Zeigefinger. Punkt 3. Gegen ein Entgelt bis zu 50 Cent pro Datensatz sollen gewisse Wirtschaftsunternehmen den auf dem RFID-Funkchip digital verschlüsselten Datensatz erwerben können. Wie bitte? Entschuldigen Sie, sitzen, das ist eine absolute Frechheit. Sie sitzen hier mit einem Selbstbewusstsein und erzählen uns hier einen Quark. Das ist der Beginn vom Überwachungsstaat. Wieso verkauft die Politik unsere Daten an die Wirtschaft? Das ist doch der Beginn davon, von der ganzen Sache. Es kann nicht sein, man muss Fragen stellen dürfen. Lassen Sie mich jetzt bitte die Presseerklärung zu Ende verlesen. Das kann Ihnen nicht egal sein, was mit unseren Daten passiert. Ich fahre fort. Ihre Aufmerksamkeit bitte. Ich fahre fort mit Punkt 4 des Antrags zur Novellierung des Passgesetzes. Punkt 4. Der künftige Personalausweis. Hallo, warten Sie mal. Entschuldigung, würden Sie das nochmal für mich wiederholen? Was soll ich jetzt nochmal wiederholen? Ich weiß nicht, ob die Worte. Scheiße. Soll ich immer was verraten? Wenn man ein Konto eröffnet oder wenn Sie im Hotel einchecken oder ich bei der Post ein Paket abhole, wird natürlich jedes Mal unser Personalausweis durch das Lesegerät gezogen und damit sind all unsere Daten im Computer. Und die bleiben da auch. Die können uns doch viel erzählen, dass das nach 3-4 Jahren gelöscht wird. Das ist doch alles Humbug. Und vor allen Dingen unsere Körperdaten, die sind ja auch alle erfasst auf diesem Chip. Ich frage mich, was wollen die mit unseren Körperdaten? Was wollen die mit meinen ganzen Daten? Und vor allen Dingen, es kann doch nicht Sache des Staates sein, diese an die Wirtschaft zu verscherbeln. Ja, wo leben wir denn? Wir müssen doch danach gefragt werden. Das ist alles ein Scheißdreck. Sie glauben also nicht, dass der Chip mehr Sicherheit bietet? Ist es jetzt nicht? Verarschung oder Sicherheit? Es kann doch nicht alles unter dem Deckmantel des Terrorismus. Plötzlich können wir da alle ausspioniert werden und es ist alles möglich. Wissen Sie, was das eigentliche Problem ist? Schauen Sie sich doch bitte mal hier um. Keine Menschenseele ist hier. Kein Mensch, Desinformation, Zeitung, Presse. Keiner weiß überhaupt davon Bescheid. Ja? Und jeden Tag wird uns ein Stück Freiheit geraubt. Was halten Sie vom RFID-Informationssymposium? Eine Propagandaveranstaltung. Wir wollen einen Fragekatalog an die Politiker überreichen. Wissen Sie, was gestern passiert ist? Wir wurden ausgeladen vom Veranstalter ohne Begründung. So sieht's aus. Das ist diese neue Politik. Das ist Demokratie live. Ja, da haben Sie es mal. Wirtschaftsleute, Unternehmen, sogenannte Informationsveranstaltung, wo dann Politiker mit Hochglanzprospekten und schön frisierten Statistiken gefügig gemacht werden. Aber Kritiker, wie ich einer bin, die werden natürlich mundtot gemacht. Mhm. Entschuldigung, könnte ich ganz zum Schluss das nochmal... Danke. Ja, Frau Harko? Frau Harko? Was machen Sie denn hier? Sollten Sie nicht unseren Film schneiden? Ja, ich habe nur versucht, noch ein paar Aussagen für unseren Imagefilm zu bekommen. Ach ja? Und was hat dieser Wirrkopf dann zu unserem Film beizutragen? Ich wollte nur mal hören, was jemand zu sagen hat. Frau Harko,
Wenn Ihnen unsere Vorgaben nicht passen, ich kenne genügend Leute, die sofort für Sie einspringen. Haben wir uns verstanden? Mhm. Gut. Dann keine überstürzten Alleingänge mehr, ja? Mhm. Wir sehen uns bei der Abnahme. Hm? Papa, was ist? Wann und wo? Super. Ja, okay. Bis später. Tschüss. Wir haben eine angespannte Sicherheitslage. Das ist nicht nur sichtbar geworden in dem Fall der beiden Kofferbomben, die glücklicherweise nicht zur Explosion gekommen sind, sondern wir haben andere Vorfälle. Die Vorstellung, dass man mit mehr Überwachung mehr Sicherheit bekommen könnte, die ist absolut illusorisch. Und das ist, glaube ich, eine Diskussion, die in der Öffentlichkeit noch viel zu wenig geführt worden ist. Und den Bürgern wird hier wirklich so ein Placebo untergeschoben. Oh ja, die biometrischen Passen bringen angeblich mehr Sicherheit, das ist aber praktisch nicht der Fall. Und auch keine andere Sicherheitsmaßnahme geht den Ursachen dieses Terrors auf den Grund. Das ist alles Symptombekämpfung. Die Politiker leben ganz gut damit, dass sie geschürte Ängste symbolisch bekämpfen. Finden Sie das gut? Teils, teils, ne? Was finden Sie denn nicht so? Na, sollte mal Wirkung passieren, kommt man da nie mehr raus. Was könnte da passieren? Na, irgendetwas, dass man verwechselt wird. Also wenn Sie mit dem Bild anfangen, ist es okay, weil, na gut, ein Bild ist halt noch ein Bild. Verwendet werden und wenn man es klaut oder klont, ist es okay. Aber wenn es dann mit Fingerabdrücken oder Iris ganz weitergeht, ja, da sollte in der Sicherheit im IT-Bereich noch viel passieren. Klar weiß ich von dem Punkt, stimmt. Ja? Ich beschäftige mich in meiner Freizeit damit. Was meinst du? Wir zeigen, wie leicht es ist, den Chip auszuspionieren und filmen es ins Internet. Dieses Ding haben wir selbst montiert. Die Komponenten dafür gibt es in jedem Baumarkt. Hiermit kann man Informationen auslesen, die auf einem RFID-Chip gespeichert sind, ohne dass es die betroffene Person merkt. Wir wollen damit den Kunden beweisen, wie leicht man mit einem RFID-Chip ausspionierbar ist. Jetzt wollen wir mal sehen, ob jemand seine Karte bei sich trägt. Oder seinen Reisepass. Volltreffer. Wer ist es? Ich glaube, der Mann da unten. Ach, der mit der Glatze, oder? Ich glaube ja. Jetzt verbinden wir uns mit der Datenbank. Mhm. Franz Koppel, Brunnenallee 84. Mal sehen, was er sich gekauft hat. Was hast du? Was kann ich da? Das ist eine Beruhigungsmittel. Okay. Entschuldigung, Herr Franz Koppel. Woher kennen Sie meinen Namen? Ich kenne ihn, weil Sie gerade mit Ihrer Kundenkarte eingekauft haben. Sie haben sich gerade ein Flugticket nach Prag gekauft, ne? Rückflug nächste Woche. Außerdem haben Sie sich das Buch gekauft, Was tun gegen Burnout plus Beruhigungsmittel in der Apotheke. Stimmt doch, oder? Was soll das alles? Das geht Sie gar nichts an. Genau, das finden wir auch. Und auch sonst niemand. Dann stellen Sie sich mal vor, solche Informationen geraten in die falschen Hände. Gelegenheit macht Diebe. Was, wenn die falschen Leute erfahren, dass Ihre Wohnung ab nächste Woche eine Woche lang leer steht? Schüsser, Francesca. Wo ist sie? Ah, super, da kommt sie. Okay. Entschuldigung, Francesca Schuster, das sind Sie doch hier auf dem Display, oder? Können Sie mal gucken? Sie sind 1,72 groß, haben grüne Augen, sind in Italien geboren und haben die doppelte Staatsbürgerschaft, ne? Also vor 3 Tagen, genau, da wurde Ihnen der neue Reisepass ausgehändigt. Also ich will Sie jetzt nicht erschrecken, aber ab nächsten Jahr sind Ihre Fingerabdrücke auch noch auf dem Reisepass. Also die könnten wir dann auch problemlos mit diesem Gerät hier auslesen, ne? Also Passfälscher könnten sich so ganz leicht mit Ihren Daten eine neue Identität zurechtbasteln. Das ist doch beängstigend, oder? Mhm. Schon, ne? Und? Ja, das ist der RFID-Chip in Ihrem... Was machen Sie denn hier? Zeigen Sie mir mal bitte Ihre Drehgenehmigung. Ich habe gar keine Drehgenehmigung. Okay, dann machen Sie bitte Kamera aus und kommen Sie bitte mit ins Management. Ja, einen Moment. Das hohe Risiko steckt darin, dass biometrische Daten in einen Chip eingeschrieben werden und Sie mit diesen biometrischen Daten von der Bundesregierung sozusagen auf Reisen
geschickt werden. Werden die Länder, die man bereist, nicht einfach biometrische Datenbanken anlegen? Der Staat hier in Deutschland kann uns nicht dagegen schützen, wenn natürlich unsere restriktive Datenschutzgesetzgebung in diesen Ländern nicht gilt. Wenn Sie Bedenken haben bei der Einreise in irgendwelche Staaten, dass Sie da sich nicht dem dortigen Grenzregime unterwerfen wollen, da kann ich nur sagen, dann bleiben Sie halt zu Hause. Frau Bundeskanzler, Entschuldigung, wie sieht das mit der Einführung biometrischer Personalausweise aus? Können Sie das verhindern? Frau Merkel, wissen Sie über die Risiken Bescheid? Frau Merkel, ich... Meine Damen und Herren, heißen Sie mit mir willkommen die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, Angela Merkel! Die CDU hat seit Jahr und Tag dafür plädiert, dass an großen Plätzen genau solche Videoüberwachung eingesetzt wird. Wenn es die CDU nicht gegeben hätte, dann würden wir heute noch eine lange Diskussion mit SPD, Grünen und anderen führen, darüber, ob das nun notwendig ist oder nicht. Das sind aber Dinge, über die darf man nicht diskutieren, die muss man einfach machen. Nicht sagen, ach, das ist doch nicht so schlimm. Hier ein bisschen was weggeschmissen und dort einen angerempelt, hier mal auf dem Bürgersteig gefahren und dort mal in der dritten Reihe geparkt. Immer so unter dem Motto, ist alles nicht schlimm. Ist alles nicht nach dem Gesetz und wer einmal Gesetzesübertretungen duldet, der kann anschließend nicht mehr begründen, warum es irgendwann schlimm wird und irgendwann nicht so schlimm ist. Deshalb null Toleranz bei innerer Sicherheit. Hallo Sandra. Du bist jetzt nächste Woche mit Abholen dran. Ich weiß. Und? Wie geht's euch beiden? Super. Und was macht die Auftragslage? Ist auch super. Hat dich eine Eva Roth angerufen? Die macht die Pressearbeit für eine neue Technologie, die heißt... RFID sagt nicht, sie hat die Nummer von dir. Also hast du den Auftrag bekommen? Ich spare dir dein Theater, du weißt es doch schon längst. Halt dich in Zukunft bitte aus meinem Leben raus, ich komme auch alleine klar. So, und jetzt sag schon, was willst du von mir? Ich fahre übermorgen in Urlaub. Ich würde Jakob gern mitnehmen. Kommt sie auch mit? Nee, Thomas, tut mir leid. Sandra, was soll das? Kannst du nicht akzeptieren? Dass ihr im Urlaub ein bisschen auf Vater, Mutter, Kind machen wollt? Nee, tut mir leid, das kann ich nicht. Ich glaube, es ist besser, du gehst jetzt. Er soll dich hier nicht sehen. In der Tasche sind noch Sachen von dir. Mach's gut. Jedoch nur mit meinem Bodychip kann man meinen Wagen öffnen, schließen und starten. Kommen Sie mit? Sesam, öffne dich. Jedoch nur mit dem richtigen Bodychip kommt man hier auch rein. Alle anderen müssen leider draußen bleiben. Und dies ist der Bodychip. Ein RFID-Chip, der unter die Haut implantiert wird. Und hier sitzt das süße Baby. Und was hat der Chip für Vorteile? Viele. Versuchen Sie doch mal, meinen Computer anzumachen. Ups, geht nicht, ne? Beruhigendes Gefühl zu wissen, dass niemand unbefugtes Zugriff auf meine Daten hat. Mhm. Und wer sind Ihre Kunden? Jeder Mensch ist ein potenzieller Kunde. Jeder Mensch auf dieser Welt ist ein potenzieller Kunde. Betreiber von Atomkraftwerken, die ihre Mitarbeiter mit einem Bodychip versehen, um auszuschließen, dass sich
böse Menschen Zugriff in Hochsicherheitsbereiche verschaffen? Prominente, die sich und ihre Familien mit einem Bodychip zum Beispiel vor Entführungen schützen wollen? Denn der Chip ist über GPS exakt überall lokalisierbar. Ergo, vermisste Soldaten, hinter feindlichen Linien, gekidnappt, Bergsteiger, Lawinenopfer, Erdbeben, Verschüttete. Alle könnten gerettet werden mit dem Bodychip. Bodychip, the future in you. Ich hätte da noch einen abgefahrenen Ort, wo unser Bodychip schon Kultstatus hat. Wollen Sie den sehen? Ja, klar. Sandra interessiert sich sehr für unseren Bodychip. Mhm. Ali kann dir alles darüber erzählen. Ja, super, wir sind der erste Club in Berlin, der diesen Bodychip anbietet. Er ist sehr populär, heiß begehrt bei Frauen und Männern. Er ist nicht ganz billig, aber es lohnt sich. Und man kommt doch nur rein mit dem Chip, oder? Ja, nur mit dem Bodychip kommst du rein. Ohne Bodychip keine Chance. Ja, schau sie an. Ja. Ja, dreh dich um. Ich wollte es schon die ganze Zeit haben. Meine Freunde haben es schon seit einer ganzen Weile und haben mir immer davon erzählt. Und jetzt wollte ich es auch unbedingt machen. Stör dich? Nein, nee. Und, werden Sie pünktlich fertig? Ja, naja, ich schneide gerade hier die Psychiatrie raus. Schaffe ich auf jeden Fall im Zeitplan. Frohes Schaffen. Dankeschön. Aber klar ist, dass man durch die Videoüberwachung, verbunden gegebenenfalls mit den biometrischen Daten, die in Pässen oder Personalausweisen sich befinden, durchaus auch weitere Informationen gewinnen kann, die dann sogar über innerste Beweggründe einer Person Auskunft geben können. Was lernt man durch die Messung über meinen momentanen Gemütszustand, über das, wie ich die letzten Stunden gelebt habe? Was lernt man über, wo war ich unterwegs, welche Transaktionen mache ich? All das wird, wenn man diesen Personalausweis sich vorstellt, noch mal viel, viel drängender, als zu sagen, naja, Reisepass, okay. Als Sicherheitspolitiker hat man ein Interesse an möglichst vielen Daten. Man muss auch einfach mal denken, dass sich gesellschaftliche Verhältnisse einfach ändern können. Und die Daten, wenn sie erstmal vorliegen, können sie einfach missbraucht werden. Wir hatten im Nationalsozialismus eine Erfassung aller Menschen mit einer Nummer. Ja. Wir hatten in der DDR auch die Erfassung der Menschen in einem zentralen Melderegister mit einer Nummer. Wer alles ist ein Deutscher und hat deswegen einen deutschen Personalausweis? Und dann wird eine Liste angelegt und da stehen sie alle drin. Und diese Liste haben wir nicht. Die Liste der Deutschen haben wir nicht. Da frage ich mich, was soll das eigentlich? Male ich eine Wand ganz gerade nach oben. Mhm. Und dann von oben ein nach rechts. Mhm. Von oben dann noch eins nach unten. Von unten ein gerade nach links. Ein Strich nach unten. Eins zur Seite nach rechts. Eins nach oben. Und dann noch eins nach links. Und dann ein Strich. Ja, du machst mal weiter. Ich komme gleich wieder. Und immer genau das sagen, was du machst, ne? Und jetzt, vergessen. Ja, und jetzt mache ich ein Doppelfenster. Ich gehe schon. Nico, was machst du denn hier? Muss total bescheuert sein. Aber er hat mich angefleht, ihm das hier zu geben. Ah,
Was ist das? Kein Wort zu niemandem, okay? Ja, warte mal. Meine Tochter Nadja heißt... Sie hat in jungen Jahren epileptische Anfälle gehabt, sehr schlimm. Und wir haben das dann aber mit den Medikamenten und Therapien ganz gut in den Griff bekommen. Als dann der elektronische Personalausweis eingeführt wurde, mit den biometrischen Daten, die dann für alle verfügbar waren, für Unternehmen oder Behörden, da fingen dann die eigentlichen Probleme für sie an. Es war nicht die Krankheit. Sie wurde dann zwangsversetzt in eine Schule für Epileptiker. Der Turnverein hatte die Mitgliedschaft entzogen und sie bekam täglich diese Massen von Werbung für Medikamente und Reha-Kliniken. Sie hat sich immer mehr abgekapselt und wurde immer misstrauischer. Und dann wurde der implantierbare AFID-Chip eingeführt mit angeblich lauter Vorteilen für sie, schnelle Hilfe bei ihren Anfällen oder dass man die Daten für ihre Blutwerte gleich zur Verfügung hat. Aber eigentlich wurde nichts besser. Sie bekam trotz ihrer guten Zeugnisse keinen Ausbildungsplatz. Den Personalchef war das zu risikoreich. Dann können Sie sich vorstellen, was sich gefreut hat, als sie dann einen Ausbildungsplatz bekommen hat. Aber unter der Auflage, dass sie einen strikten Ernährungs- und Verhaltenskatalog einhalten musste. Die Firma hat sich das zur Bedingung gemacht, dass sie das per RFID-Chip kontrollieren kann. Sie war aber trotz dieser dauernden Kontrolle sehr tapfer. Dann hat sie bei einer Party aus Versehen anstatt zum Saft zu einem Glas Wein gegriffen. Schon am nächsten Tag war das Gebäude der Firma für sie blockiert. Der Chip war schon umprogrammiert. Sie war fristlos gefeuert. Ich habe sie dann gefunden. In der Garage. Er hängt. Ach, du, ist meine Zeitreise zu Ende. Wenn sie nicht handeln, dann haben sie keine Chance. Sie müssen... Nico. Nico, Kamera aus. Los, ich gebe die Überraschung zu.
gibt's doch nicht. Hey, 1959. Hier sitzt er noch und dann? Das gesamte Sicherheitssystem zusammengebrochen. Überwachungskameras, elektronische Türsperren, Chip-Lesegeräte, alles. Und 8 Minuten später ist der gute Mann spurlos verschwunden. Komischer Zufall, dass er zur selben Zeit in der Nähe war. Zum tausendsten Mal, es war kein Zufall. Ich war da, weil er das Ende seiner Zeitreise angekündigt hat. Seien Sie ehrlich, auch mit diesem Zeitreise-Unsinn. Das können Sie in einer Talkshow erzählen, aber nicht uns. Also, zum letzten Mal, wo befindet sich dieser Mann jetzt? Zum letzten Mal? Ich habe keine Ahnung. Haben Sie das Video her? Waren Sie in meiner Wohnung? Da Sie die einzige Bezugsperson dieses Mannes sind, kein Wunder, oder? In unseren Ohren klingt es wie ein Sabotageaufruf. In dem Forum werden ein Dutzend Politiker anwesend sein. Nun mal raus mit der Sprache. Was haben Sie vor? Ich habe gar nichts vor. Sie sind schon mal auffällig geworden. Wie bitte? Verstoß gegen das Vermummungsverbot. Und Widerstand gegen die Staatsgewalt? Das war vor Ewigkeiten. Das war bei einer Antikriegsdemo. Jetzt ist doch völlig absurd. Das hat gar nichts mehr oder was anderes. Gut. Sie können gehen. Wir brauchen Sie vorerst nicht mehr. Ja, bevor ich es vergesse. Wir haben Ihre Akte weitergeleitet. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass der Verfassungsschutz von nun an das Recht hat, Sie zu überwachen. Alles gut bei euch? Ja, verstehe. Okay, und dann ist er eingeschlafen? Gut, danke. Danke, Papa. Vielen Dank. Bis gleich, ich bin gleich da, ja? Kommt es ins Gefängnis? Nein, bleib bei euch, Schatz. Nein. Komm, wir gehen schlafen. Ist alles gut. Ups. Er ist wirklich eingeschlafen. Diese Schweine haben einfach meinen Computer mitgenommen. Sind noch irgendwelche Daten drauf? Natürlich höre ich auf.
denken an einen Sohn. Keine Angst, Papa, das tue ich die ganze Zeit. Experten und Wissenschaftler sind sich einig, wir stehen kurz vor einer neuen technischen Revolution. Eine Revolution, die so massiv unseren Alltag verändern wird, wie es zuletzt nur Edisons Glühbirne geschafft hat. Die Revolution heißt RFID. Bei Marathonläufen weltweit werden RFID-Chips zur elektronischen Zeitmessung verwendet. Durch diese Technik können tausende Läufer gleichzeitig und punktgenau getimt werden. Doch auch in anderen Bereichen kommt RFID bereits erfolgreich zum Einsatz. Die großen Herden in Brasilien oder Argentinien werden heute registriert. Man kann damit einmal eine vernünftige Bestandsbetreuung machen. Man kann den Verkauf, die Vertriebswege damit kontrollieren. RFID hilft auch, unser Leben sicherer zu gestalten. Die RFID-Technik ist insofern interessant, wenn ich die biometrischen Merkmale, die sogenannten Templates, auf einem Chip speichere, muss ich nicht Datenbanken vorhalten. Wenn ich RFID habe, habe ich dann noch zusätzlich die Möglichkeit, dass ich auch gar nicht irgendwelche Kontakte brauche, um das auszulesen, sondern ich kann über Funk die Daten an das System schicken. Das macht die Verifikation. Nur so kann ich wirklich Sicherheit erlangen. Deutschland ist Weltmarktführer in dieser Zukunftstechnologie. Und das volkswirtschaftliche Potenzial von RFID ist gigantisch. Zum Beispiel das technische Know-how des Reisepasses konnten wir in über 12 Länder exportieren. Und damit dies so bleibt und wir auch weiter anspruchsvolle Arbeitsplätze schaffen können, sollte die Politik alles tun, um RFID zu fördern. Wir gehen in ein goldenes Zeitalter. Dank RFID. Gehen Sie mit. Sehr gut. So werden wir das morgen zeigen. Möchten Sie was trinken? Rahako. Auf 80 Millionen Personalausweise mit unserem Funkchip. Prost. Ich war
in den letzten Jahren bei einem führenden Technologiekonzern im Bereich System- und Produktplanung tätig. Zuletzt als Leiter der Forschungsgruppe RFID. Vor wenigen Wochen bekamen wir einen neuen Forschungsauftrag, der mit größter Geheimhaltung ablaufen sollte. Es ging um Entwicklung von Speicherungs- und Übertragungsmöglichkeiten von sehr großen Datenmengen auf dem RFID-Funkchip. Und um was für Daten handelt es sich dabei? Also auf den ersten Blick sahen die aus wie ganz gewöhnliche Zahlen- und Buchstabenkombinationen. Wurde dann klar, dass es sich um kodierte biometrische Kennzeichen handelte, also um DNA-Informationen. Also es hieße ja, dass jeder, der die Daten liest, Angaben zu unserer Gesundheit machen kann. Ja, oder zu unserer sexuellen Ausrichtung, zur Suchtgefährdetheit, zu unserer Lebenserwartung. Und das sind doch alles Dinge, die den Staat nichts angehen sollten, finde ich. Mhm. Ich danke Ihnen sehr. Ich danke Ihnen auch. Dankeschön. Ja, Frage. Ja. Bitte seien Sie vorsichtig. Mit denen ist nicht zu spaßen. Ich weiß. Thomas, hallo, ich bin's. Ich rufe an wegen Jakob. Was machst du da? Ich packe Jakobs Sachen. Warum? Sandra, ich bin soweit. Setz dich erstmal nur hin. Klammer läuft. Okay. Klammer läuft. Sehr geehrte Journalisten, liebe Zuschauer zu Hause. Mein Name ist Sandra Haku. Ich sollte Ihnen und den hier anwesenden Politikern einen überzeugenden Werbefilm über RFID präsentieren. Einen Film, der die immensen Risiken dieser Technologie verschweigen sollte. Doch mir ist klar geworden, dass ich diesen Film nicht mit meinem Gewissen vereinbaren kann, im Gegenteil. Ich bin zur Überzeugung gelangt, dass der Funkchip auf gar keinen Fall auf unserem Personalausweis landen darf. Es sei denn, wir wünschen uns und unseren Kindern eine Zukunft in ständiger Kontrolle. Aber sehen und hören Sie selbst. Und es ergibt einen sehr alten Satz, der lautet, das glückliche Sklaven. Der lautet, dass glückliche Sklaven die ärgsten Feinde der Freiheit sind. Und wir müssen uns auf Dauer als Gesellschaft, als Demokratie fragen. Die ärgsten Feinde der Freiheit sind. Thank you.
Ich bin die Autorin des Films, der morgen hier gezeigt wird. Ich bräuchte noch ein paar Informationen. Wissen Sie, welche Pixelanzahl der Projektor da hat? Pixel. Ja, Sekunde. Ja, der hat 3 Millionen. Ah, und von hier aus wird der Film dann morgen gezeigt. Ja. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. Inforadio 309 Berlin. Unter dem Motto Zukunft jetzt findet heute das erste Berliner RFID-Symposium statt. Hochrangige Wirtschafts- und Regierungsvertreter beraten über die Einführung biometrischer Merkmale auf unsere Personalausweise. Zum Verkehr. Den Lieferungsverkehr auf ein. Herr Minister, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie herzlich begrüßen zu unserem RFID-Symposium. RFID ist eine technische Revolution. Bitte überzeugen Sie sich selbst. Film ab. Experten und Wissenschaftler sind sich einig, wir stehen kurz vor einer neuen technischen Revolution. Eine Revolution, die so massiv unseren Alltag verändern wird, wie es zuletzt nur Edisons Glühbirne geschafft hat. Die Revolution heißt RFID. Weiter anspruchsvolle Arbeitsplätze schaffen können, sollte die Politik alles tun, um RFID zu fördern. Wir gehen in ein goldenes Zeitalter. Dank RFID. Gehen Sie mit.